Auf geht's zu Drache Nummer 3. Oh, weißt du was? Als Odin mich herumführte, brachten uns seine Raben nach Svartalfheim und ich habe Dürlin gesehen. Er hat wirklich versucht, seine Arbeit zu machen. Wir taten so, als würden wir uns nicht kennen. Zumindest glaube ich, dass er so tat. Der Punkt ist, Odin schien nicht zu wissen, dass Dürlin uns bei der Suche nach Tyr half. Okay. Halt doch nicht immer an. Ich freue mich. Drache Nummer 3 kommt dran. Das war ironisch gemeint, dass ich mich freue. Warte mal. Nee, das sind diese komischen Viecher, wo da die ganze Zeit rumkrächzen. Okay, ab ins Boot. Und wieder zurück. Atreus, ich habe Dürlin auch noch mal gesehen. Als der Speer geschmiedet war, tauchte Odin auf, mit Dürlin im Schlepptau. Er bedrohte ihn, als ob er wüsste, dass ich ihn kenne. Aber wenn Odin es wusste, dann haben wir so getan, als würden wir uns nicht kennen. Und er, als würde er uns nicht durchschauen. Oh, er ist ein guter Lügner. Ja. Wir sind zurück in den Ebenen. Es ist viel schöner hier, wenn das Wasser fließt. Meister der Täuschung. Ist das ein Lindwurm? Ich hoffe es. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt auf diesem kleinen Plateau wieder kämpfen muss. Ich glaube, das ist ein Lindwurm. Oder? Bitte sei ein Lindwurm. Rechts von dir! Okay, doch. Du! Oh, ha, ha, ha. Du kennst Kratos! Ja, Level 8 mit Totenkopf. No way. Okay. Nein, nein. Den kann ich nicht schließen. Das kann ich vergessen. Level 8 mit Totenkopf. Ist klar. Vielleicht kriege ich den Level 7er runter, aber den 8er? No way. Einmal probiere ich es noch. Boah. Du brennst, Kratos! Es geht vorbei! Guck mal, das zieht ihm gar nichts ab. Gar nichts. Nee, also wenn der. Schöne Bescherung. Wenn der schießt. Forget it, Alter. Nee, nee. Nee, brauche ich gar nicht versuchen. Nee. Das brauche ich nicht versuchen. Der Drache ging ja noch, aber. Das? Nein. Tschüss. Bin weg. Okay. Ach nee, da bin ich ja durch, ne? Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Es ist alles voll mit Wasser, stimmt. Jetzt komme ich rüber zum Drachen. Na toll. Siehst du das? Die Futterstelle. Wird wohl auf der Jagd sein. Wir kommen nachts zurück. Ich muss mal wieder. Dieser Kristall könnte ein Bart vertragen, nicht wahr? Habe ich alle Kristalle jetzt gesammelt, oder was? Könnte schon sein. Ah.
Also gut, dann müssen wir erstmal rüber. Mich beschäftigt da was. Odin erzählte mir Geschichten. Zum Beispiel, wie er sein Auge verlor. Sich etwas von deinen unterscheiden. Ich vertraue natürlich dir, aber ich weiß nicht, warum er bei solchen Kleinigkeiten lügen sollte. Du musst eins über Lügner wissen, Junge. Sie lügen. Sie lügen aus Prinzip. Nichts ist zu groß oder zu klein. Sie lügen bei allen Dingen, ob sie damit durchkommen oder nicht. Nur um ihre Macht über die Realität zu demonstrieren. Das musst du immer im Kopf behalten. Eine Schatzkarte. Okay. Also gut, wir müssen es Nacht machen. Okay. Ach, guck mal, was da wieder rumläuft. Alles wieder zurück. Was ist eigentlich? Linke Seite, Bruder! Ah! Aber. Ich wollte nur wissen, ob ich hier durchkomme. Nee, komm ich nicht. Okay. Alter, sie sind einfach wieder da! Hinter dir, Vorsicht! Ja, ja. Wir laufen besser. Hinter dir! Komm doch, du hässliches Viech! Jag mich doch! Komm doch! Komm doch! Komm doch! Dummes Viech, echt. Ah, ein Schatz. Ich war hier unten noch gar nicht. Oder war ich hier unten? Nein, war ich nicht. Ah, ich höre schon wieder irgendwo. Amulettzauber. Okay. Da oben ist auch schon wieder eins. Ja, zum Maul. Da auch. Sie will noch mehr. Ah, da ist sie wieder. Spiel für sie. Wie schmeckt dir das, hä? Aua. Alter. 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 Scheiße. Blöde Kuh. Ah, oh, ich wollte es gerade nehmen. Okay. Ah, jetzt kommt die wieder. Alter. Alter. Kommt einfach alles. Alles kommt da. Bin schon den ganzen Tag auf dieser Insel da, die ich jetzt mit dem Hund gefunden habe. Echt. Beschäftigt. Wie habe ich denn die vorher besiegt? Ich weiß es nicht mehr. Auf. Wo ist jetzt hin? Willkommen, Brat. Sie will noch mehr. Das ist ein Spiel für Sie? Oh, ja. Warte mal. Was habe ich denn da genommen? Ich glaube, ich habe den Speer genommen, ne? Ja.
Alter! Bieter Ochse! Du Oika! Machst du eh, wieder verschwunden. Schon wieder? Ein taktischer Rückzug. Klug. Ich glaube, ich weiß, wer diese Jägerin ist. Die Asen nannten sie die ungezähmte Wut. Wie kommt's? Geflohene Warnen. Familien haben sich in den Urwald vor den Asen versteckt. Die Einherja suchten, aber gefunden hat sie die ungezähmte Wut. Nacht für Nacht hat sie sie dezimiert, bis alle tot waren. Sie waren im falschen Urwald. Ihr Rückzug ist strategisch. Gut. Die blöde Kuh da. Ich wieder ordentlich gekostet. Oh oh. Bei den Göttern! Was war das? Beben. Aus der Erde? Oder etwas anderes? Vom Beben in Vanaheim habe ich nie gehört. Das muss eine Ursache haben. Was zur Hölle, Alter? Dein Ernst jetzt? Oh Gott, Alter. Scheiß Gift, Alter. Weiß gar nicht, wo du am Anfang, ey, wo du hinmachen sollst, Alter. Überall. Tot. Ah, da ganz hinten jetzt wieder, echt jetzt. Gibt's hier irgendwas zum Einsammeln oder so? Ne? Nein! Pfeile sollten sie ausbremsen! Jetzt kommt er raus. Alter. Ich sehe nichts, Alter. Ich seh. Diese verdammte Hexe! Pfeile und dann Angriff! Du weißt, wie es läuft! Hinter dir! Vorsicht! Ach, scheiße, da drin ist ja auch noch geheilt. Erledigt!
Komm zurück! Elendiges Miststück. Euke! Ach, Mann! Ich kann sie verlangsamen. Sag einfach Bescheid. Wo ist sie? Hässliche Hexe. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Die beben. Ihre Quelle liegt hinter dem Tor. Gehen wir drumherum. Oh, ich will gar nicht wissen, was da wieder ist. Oh mein Gott, Alter. Wieso gehe ich eigentlich nie zu dem Drachen, zu dem ich gehen will? Wie viele Drachen gibt's hier? Vier? Fünf? 30? Okay. Gehen wir hier rüber. Ein neues Tor, schon wieder. Ha! Wie viele Tore? Unglaublich. Ein Schmied wäre mal nicht schlecht. Ach, guck mal, da ist auch schon wieder einer. Der Hirsch des Herbstes. Hey, wenn du mir nicht folgst, wäre das das Herbste, was passieren kann. Herbst, kapiert? Ja? Nein? Nein? Das sind die Jahreszeiten, ne? Das hört sich nicht gut an. Schon wieder dieser Drache. Nein, ein anderer. Der Wüten. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wirklich jetzt. Wirklich jetzt, schon wieder einer. Mit diesem Drachen kommen wir nicht weiter. Achtung! Oh. Tja, der Drache hat die kaputt gemacht. Treffer! Ah, er hat mich schon wieder getroffen. Wir müssen die Säule zerstören. Ach ja. Oh. Welche Säule? Ah. Naja, na. Mit deinem Speer. Ah, diese Säule. Achtung! Über dir! Ah, wo kannst du dich jetzt hinsetzen, ha? Olka! Du musst die Säule auch zerstören. Ja, ja. Linke Seite, Bruder! Mal erstmal wieder rüber hier. Wir kommen, wenn der. Oh, super. Andere Seite. Mit einem Speer. Blöder Sack. Noch ein Drache. Diesmal ist er weg. Aber wir müssen ihn erwischen, sonst kommt er zurück. Alter, wie viele Drachen gibt's denn hier? Ist das eine einzige Dracheninsel oder was? Wie sind wir denn hierher gekommen? Ach so, ja. Wir wollten eigentlich den Typen retten und...
einfach hunderte von Drachen auf dieser Insel. Immer ein Drache nach dem anderen. Katastrophe, Alter. 46 Drachen, ja, das ist es. Die Zahl auf alles. Ne, war es nicht... War es 46? Ne. Kann ich loslassen? Okay. Ich dachte, ich muss irgendwie... Es fühlte sich näher an. Wir nähern uns der Quelle. Da drin ist auch einer, ich weiß es. Wie komme ich da rüber? Nee. Noch nicht. Noch erstmal muss ich den Drachen töten. Alter. Alter. Ich weiß, ihr seht mich. Eine Quest schon wieder. Ich höre zu. Fünf Stunden nach Norden. Zwei Stunden östlich. Sie sagten, ich würde dieses Tal finden. Ein neues Zuhause. Nachdem die Asen meines zerstörten. Also, was ist passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, ich wollte ein neues Leben. Hast du irgendwas gesehen, das uns helfen könnte, die andere Stundenglashälfte zu finden? Da waren drei Wasserfälle. Ich weiß noch. Ich wünschte mir, in ihrer Nähe zu leben. Ach, der will zu den drei Wasserfällen. Von den Asen vertriebener Geist. Odin muss wirklich wütend gewesen sein, als Freya ihn verlassen hat. Odin würde niemals aufhören. Deshalb hat er Thor hierher geschickt. Und was ist mit Fey? Hat sie Thor herausgefordert? Oder Odin? Wer weiß. Aber die Wahrheit wartet auf uns. Gut. Erledigt. Und wie kommen wir jetzt darüber? Ah. Natürlich. Oika! Ja. Geschafft! Was hast du erwartet? Sind die Drachen Pflicht für Story? Nein, nein. Nein, sind sie nicht. Das ist eine Nebenaufgabe, aber damit kriegst du halt... Noch ein Happen für den reinigenden Teich. Einen Happen? Ich glaube, ich habe ein paar vergessen. Naja. Was soll ich sagen? Nee, das sind Nebenaufgaben, aber damit kannst du halt deine Waffen verbessern und alles. Das ist halt schon wichtig. Soll ich da jetzt runter, oder was? Okay. Alter. Was ist das? Hey! Passt bei diesen Wänden auf meinen Kopf auf! Bin ich nicht immer vorsichtig mit dir? Oh ja! Immer so feinfühlig! Wenn etwas diesen Tunnel beim Passieren zerstört hat, muss es groß sein. Die Größe ist egal. Jede Kreatur hat eine Schwäche. Hm. Plötzlich so ruhig. Er greift an! Wo ist er? Oh Gott. Oh Natürlich Gott. Natürlich muss hier ein Drache sein. Natürlich!
Natürlich muss ich ein Drache sein. Und schon wieder so einer. Ach, diesmal gibt es einen größeren Input zum Kämpfen, Alter. Ah. Zurück! Ah, okay. Lass ihn angreifen! Okay! Ah, scheiße! Egal! Ah, komm schon! Okay. Und jetzt komme ich! Ja! Da, 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 da! First try, baby. Ich hab gut trainiert. Dass die rechnen müssen. Tja, immer das Unerwartete erwarten, oder? Ich hoffe nur, dass dieses Geschüttel damit ein Ende hat. Vielleicht wird dieses Tal ja ein netter Ort zum Niederlassen, wenn wir fertig sind. Lass mal sehen. Ich habe ja so viele neue Faxen gekriegt fürs Medaillon. Wo mache ich das nochmal? Wo ist denn das Medaillon? Fähigkeiten. Nee. Amulett. Im Laden reparierbar. Habe ich ihn da jetzt? Lass mal gucken. Also, Nahkampfschaden während der Welt. Nein. Erhöht den Schaden jeglicher. Nein. Ah, das habe ich drin. Die Aktivierung der Schockwelle von Sparta. Rage Wut verbraucht. Statuseffekt von Gegnern in der Nähe. Großen Schaden verursacht. Segen des Mutes. Sparta Rage Mut heilt weniger. Zeitlang wird aber eine mächtige Stärkung für Stärke Lebensentzug hinzu gewährt. Himmlisches Widerstand gegen alle Statuseffekte. Ist gar nicht mal so schlecht. Durch das Ausweichrolle zweimal antippen wird der Ablauf von Statuseffekt Brandgift und Frost beschleunigt. Okay. Da, das ist das Neue. Axt- und Klingen-Nahkampf gegen Gegner mit Hexenflüchen belegt sind. Okay, Siegelumgang. Fügt eine kleine Menge konstanter Gesundheitsregeneration. Aha. Fügt eine kleine Menge. Okay. Okay. Ja, mal gucken. Und damit sollten wir etwa die Hälfte der Drachen im Krater erledigt haben. Die Hälfte? Die Vögel hören. Sie feuern uns an. Sehr schön. Die Hälfte? Mimia, hast du gerade gesagt, die Hälfte? Du willst mich verarschen. Ich hab doch jetzt schon 3. Dann sind es 6, oder was? Ich dreh durch. Oika. Das ist doch nicht dein Ernst. Ey, da oben ist eine Kiste. Irgendwo komme ich doch hoch. Hier? Nein. Da oben ist auch eine Fackel. Wie soll ich denn die anzünden? Und wo ist das Ding dazu? Okay, also, wo sind wir jetzt hergekommen?
Da ist das Viech hergekommen. Okay. Wir können hier durch. Okay. Und dann gibt's noch irgendwie einen Weg hier hoch. Und dann gibt's hier auch noch eine Fackel. Ich habe keine Ahnung, wie ich die entzünden soll. Und da oben ist auch noch eine Kiste. Ja. Gut. Keine Ahnung, wie ich da hochkomme, aber... Vielleicht gibt es nachher noch einen Weg da hoch. Aha. Ein weiteres Teichgeschenk. Du hast ein paar Kristalle? Geh doch mal beim Teich vorbei. Noch nicht. Er lebt doch, oder? Der steht doch auf und kämpft gleich. Nein? Noch mehr Gedichte. Entzückend. Ja, runter. Hä? Ach, es geht nicht runter, es geht nur hoch. Mistviecher, wo ist die Knospe? Hallo? Welche von Muspelheim? Was machen die denn hier? Euke! Ach nein. Ach da, nein. Wo ist die Knospe? Aua, aua, aua. Wo ist denn die Knospe? Das gottverdammte Mistvieh. Ich muss die Knospe suchen. Denn die Knospe noch weiter oben sein, oder? Mein Gott, verdammtes Mistding. Ich denn jetzt? Ah, toll, Alter. Wieder ganz runtergefallen. Hm.
komm nicht hoch. Ah. Okay. Komm doch hoch. Ah, brennt ihr hässlichen Pflanzen. Gibt's etwas, was sich an dem Game stört? Manchmal die Save Points. Boah. Sonst eigentlich nichts. Ne, jetzt gehe ich ja wieder runter. Ich denn jetzt? Ah, ich bin wieder hier. Ah, okay, cool. Dann kann ich ja gleich mal wieder was in den See werfen. Vater, okay. Fragst du dich manchmal, ob du das Richtige tust? Nein. Aha. Oha, Level 6. Besser oder schlechter? Schlechter. Warum? Ach so. Nee, doch nicht. Doch. Doch, macht Stärke weg. Ich bin mehr für Stärke. Macht mehr Schaden. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Das Ding hier. Frühling, ist Wiedergeburt, Erneuerung. Oh, ich hab den Duft dieser Blumen vermisst. Tut mir leid, Kleider. Schau einfach endlich zurück. Nee. Wo ist die Tür? Nee, die Tür war nicht ganz oben. Die war da unten. Oh, gehen wir wieder zurück. Obwohl. Ich weiß halt nicht. Nee, da kommen wir ja gar nicht mehr zurück. Keine Ahnung. Ah. Schwierig. Mach ich hier wieder zurück. Ding. Da war ja noch die Kiste. Da war noch mehr. Und wo versteckt sich der weitere Drache? Der nächste. Wannerheim ist einfach voll mit Drachen. Was ich nicht verstehe, ist, warum ist da oben eine Fackel? Und wie soll ich da hinkommen, bitte? Und wie komme ich hier hoch? Hä? Kommt die Mauer plötzlich her? Ah, das Spiel spackt schon ein bisschen jetzt gerade. Ah, hier kommt man hoch. Sich gelohnt, zurückzugehen. Okay. Gut. Dann gibt's ja hier noch ein Tor, aber ich glaube, das kriege ich nicht auf. Doch, kriege ich. Okay.
Welches Verbindungstor ist das jetzt? Ah, ja. Okay. Verstehe. Okay, da drüben war ich schon. Obwohl, warte mal. Nee. Du sagtest, Seelen haben vier Teile. Ist das, kann ein Teil seiner Seele verlieren, aber nicht die ganze? Ja. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Verlierst du eins davon, leidet das gesamte Wesen. Aber manchmal reicht Glück allein auch aus. Frag deinen Vater. Mein Erfolg hat nichts mit Glück zu tun. Ah, das Motto der ewig Glücklichen. Tja. Jetzt muss ich nur noch Winter finden und dann habe ich alle Jahreszeiten. Dann kann ich diese Eichhörnchen-Quest auch noch machen. Aber dazu muss ich ja dann wieder zurück. Das ist ein bisschen dumm. Okay. Gehen wir mal mit dem Boot da lang. Okay. Gehen wir nicht mit dem Boot da lang. Hier war ich, glaube ich, oder? Nee. Doch. Bin ich rübergeschwungen. Doch. Aber entlang gefahren bin ich hier noch nicht. Eines wollte ich dich fragen. Über deine Heimat. Ich hörte, die Götter dort besaßen jede Art von Macht, die man sich vorstellen kann. Blitze, Feuer und dergleichen. Das tat ich auch. Viele Jahre lang. Oh, meinst du, du kannst sie dir wieder ins Gedächtnis rufen? Nein, ich hab's versucht. Freya sagte, Magie ist mit der Erde verbunden. Als deine Heimat starb, erging es deinen Kräften genauso? Ah, ist vermutlich auch besser so. Die Vergangenheit sollte man ruhen lassen, wie es so schön heißt. Ja. Da war ja hier auch noch ein Drache. Schöner Fund. Wir könnten kurz beim reinigenden Teich vorbeischauen. Schon wieder. Wir waren doch gerade eben erst dort. Der reinigende Teich. Da oben hockt er. Kleiner Drecksdrache. Hier ist ein Herz. Das bedeutet, hier ist irgendwo eine Kiste. Ah, toll. Ich habe schon wieder gesehen, was da hinten ist. Gehe ich erstmal in die Mitte. Da ist schon wieder ein Grabstein. Yay! Ein Berserker wartet hier auf mich. Okay. Das Heft sucht den Kampf, den das Grab gewährt. Schaffe ich den? Weiß ich nicht. Probier mal aus. Also gut, schauen wir mal. Aklanga der Bärtige. Der König Rot! Volker! Oha, macht der viel Schaden.
Oha, der hat einen Totenschädel. Nein. Oha, macht der viel Schaden. Nein, einfach nein. Nur mal kurz ausprobieren. Aber nein, 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 nein. Lebensmüde? Ja. Okay. Nein, nein, lass mal gut sein. Gut, dann gehe ich wieder ins Boot. Dann gehe ich lieber zum nächsten Drachen. Der wird zwar auch nicht leichter sein, aber... Also, du magst keine Rätsel, was? Nein. Ach, du hast einfach noch keine guten gehört. Hier, jung bin ich groß, alt bin ich klein. Was bin eine ich? Kerze. Ja. Hast du schon? Nein. Oh, na, gefällt es dir? Nein. Ich hab was gehört. Könnten wir an dem Strand anlegen. Ja, und ich höre schon wieder so ein blödes Viech. Alter, wie riesig ist es denn hier bitte? Das ist ja noch mal so groß wie das Hauptspiel. Ohne Witz. Das ist ja so riesig. Da oben, er ist zurück. Wir finden einen Weg hoch. Soll ich wieder kaputt machen, du Penner? Jetzt habe ich das verbunden. Interessant. Aha. Das ist die Quest. Ja, ich komme gleich. Hier entlang. Boah. Junge, hat er mich erschrocken. Ach, dieser Hund, Alter. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Jetzt wartet der da auch noch. Spuckt bestimmt Feuer. Komm, 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 komm. Yeah. Elendiger Hund. Ah! Wo kommen denn diese Muspelheimer her? Hallo, ich bin hier. Draußen bleiben. Nein? Okay. Hallo? Aua! Okay. Ja, ist klar. Jetzt sind wir vorgerückt. Und weiter. Ja, hier. Zack. Und zack. Und bam. Oh. Er ist tot. Oh, was? Jetzt reicht's. Keine Lust mit euch zu spielen. Letzter Gegner. Was? Wo? Wo denn? Wo? Oder auch nicht. Oike. Wartet er jetzt noch immer dort? Ah ja. Natürlich wartet er noch dort.
Der elendige Drecksmuspelheimer. Hinter dir, pass auf! Wo ist er denn? Ah! Oika! Okay. Hallo! Oh. Scheiße! Na super! Einmal frei, wie soll ich denn das machen jetzt? Der wartet hier halt die ganze Zeit. Ah. Kann er übersehen. Hier weiter irgendwo, oder? Ich sehe fast nichts. Es ist so dunkel. Das ist der zweite Becher. Hier ist dein Stundenglas. Ach nee. Jetzt kann ich nach Vorpommern gehen. Zunächst eine Frage. Du wolltest dieses Tal zu deinem Zuhause machen. Was hielt dich auf? Ich erinnere mich. Dieses Tal. Es stand am Rande der Verwüstung, als ich es fand. War es ein Krater, wie du ihn jetzt siehst? Nein. Aber die Stadt war im Trümmern. Zerborstenes Glas, zerstörte Gebäude. Hier konnte man kein Zuhause finden. Hast du die Ursache der Zerstörung gesehen? Ich war in der Methalle. Thor war da. Er hatte einen merkwürdigen Trinkkumpan. Eine Kreatur, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Sie hatte ein Fass mit Met. Sich einfach nicht leeren wollte. Was haben sie gemacht? Sich einfach betrunken, wie es schien. Sie reichten Getränke rum, feierten und alle hatten ein paar zu viel. Aber Thor, er hat mit Abstand von allen am meisten gezählt. Mimir, was hältst du davon? Thor hat sich schon immer gern in fragwürdiger Gesellschaft betrunken. Aber von so einer Kreatur höre ich zum ersten Mal. Das bringt uns leider nicht weiter. Eines wissen wir. Thor war sturzbesoffen, als das Tal zerstört wurde. Es gibt vieles, das wir nicht wissen. Und ob deine Mutter beteiligt war, ist auch noch unklar. Oh Gott. Da ist er und wartet. Ah. Okay. Guck an. Da ist so eine Kiste. Boah, diese blöden Figuren, die sind so klein und schlecht zu erkennen.
Ah, okay, da oben ist noch eine. Eine Rabenstatue. Ich habe gehofft, dass es auf der Rabenstatue ist, aber nein. Vielleicht in diesem Baum? Nein, das ist nur eine Blume. Wo bist du? Wo bist du? Kleine Statue. Ist sie das? Ja, das ist sie. Da bist du ja. Sehr gut. Okay. Wie kommen wir da rauf? Wie kommen wir da hoch? Da bin ich hergekommen. Da bin ich hergekommen. Ja, geht's auch noch lang. Habe ich gesehen. Nee, geht es nicht. Wie kommen wir jetzt zu dem Drachen da hoch? Willst du mich jetzt verarschen? Sehen. Sag doch, ich habe was übersehen. Der Drache ist hier. Ja. Mach dich bereit. Ja. Vater, pass auf! Feuer. Oh, dieses Mal ist ein Feuerdrache. Oh, dieses Mal ist ein Feuerdrache. Oh Gott. Wo ist er? Radar von links! Was? Jetzt kommen auch noch Draugar. Dein Ernst? Oh Gott. Treffer! Der Säule ist er nicht angreifbar. Muss ich ihn runterholen, oder was? Pass auf, linke Seite! Nein! Mit deinem Speer! Ja! Draugar, von links! Hey, wo ist denn meine Axt? Na, komm her! Komm her, du hässlicher Drache! Ah.
Was da hin? Erst schnell! Aua! Was? Da kommt noch so ein Viech. Ist gar nicht übertrieben, dass hier jetzt so viele Viecher kommen. Über dir! Vorsicht! Alter! Linke Seite! Okay. Was macht er denn jetzt? Bifressen hier! Sei vorsichtig! Ah, Bifressen-Viecher, Alter! Ah, das kann nicht wahr sein! Wow. Der ist auf der anderen. Das hätte man sich denken können. Okay. Okay, okay. Jetzt komm her! Seh nix. Und tschüss, Drache! Ja. Auf den Boden! Und jetzt brenn! Jeder Drache erledigt. Ist ja, erledigt. Der ist erledigt. Es dauert noch, bis der Krater geschafft ist. Was, Alter? Ein Drache weniger, aber wer der Ziel hat, ist noch frei. Wir sollten ihn bald retten, oder? Ah, das ist jetzt endgültig der letzte Drache.